Viele meiner Videos basieren ja auf der Reparatur von technischen Geräten. Ich habe aber auch Anregungen von YouTubern bekommen, was ich mal machen kann, beziehungsweise auch eigene Ideen, die ich daraus generiert habe. Und ein Thema, das ich schon häufiger mal in den Kommentaren und bei Instagram diskutiert habe, ist die Thematik der Akkuladetechnik. Was gibt es da? Welche Akkus, welche Ladegeräte gibt es? Und heute in diesem Video möchte ich mal speziell auf die Thematik von den Lithium-Eisenphosphat-Akkus eingehen. Dieses Video ist, sage ich mal, so der Auftakt für so 2, 3, 4 andere Videos, die ich zu dem Thema Akkuladetechnik mache. Ich habe ja schon mal in einigen meiner Videos hier oben mein altes ELV-Ladegerät euch schon mal kurz gezeigt. Kennt jeder Modellbauer, jeder Elektroniker, der so vor 15, 20 Jahren noch aktiv war, der wird so ein Gerät wahrscheinlich irgendwo schon mal gesehen haben oder gekauft haben oder auch besitzen. Das Gerät kann alles Mögliche, weil es damals an Akkutechnologien gab. Und die Akkutechnologie hat sich auch in den letzten 15, 20 Jahren, ich will mal sagen, weiterentwickelt. Und eine Entwicklung, die daraus entstanden ist, sind die sogenannten Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Den Akku hier, den ich hier stehen habe, ist ein Vanroy. Den habe ich mir mal vor, ich glaube, 5, 6, 7 Jahren, so lange ist das schon her, da kamen die Dinger gerade auf den Markt, gekauft. Den habe ich im Wohnmobil kurz Zeit gehabt und dann habe ich den jetzt die letzten Jahre im Boot gehabt. Und ja, ich habe mir den eigentlich gekauft, weil die Dinger ja relativ, ich sag mal sagen, verschleißfrei sind und auch eigentlich relativ was können. Die Technik hat viele, viele entscheidende Vorteile, weshalb man die auch gerne bei diesen ganzen Campern, Wohnmobilen oder auch wie ich im Boot einsetze. Das ist auch der Grund, weshalb ich mir den gekauft habe, weil die wartungsarm sind, wartungsfrei sind, weil die nicht so schwer sind. Bei den Bleiakkus, ich hatte jetzt zwar so einen etwas besseren, der säuredicht war, hat auch schon mehrere hundert Euro gekostet. Für den habe ich hier fast, ich will nicht sagen, 800.000 Euro bezahlt bei so einem Yachtausrüster. Also ne, die Dinger kosten ihr Geld. Habe ich auch nicht bereut, nur jetzt ist das so, der hat jetzt, ich glaube, die letzten 1, 2 Saisonen hat er im Winter im Boot bei eisiger Kälte irgendwo am Meer überwintert auch. Ich habe den nicht rausgenommen und ich habe ihn jetzt vor einiger Zeit angeschlossen und man merkt, irgendwas stimmt mit dem nicht mehr. Ich habe ihn jetzt mal aufgeladen. Dieser Akku hier, dieser Akkutyp hat einen sogenannten internen BMS, nennt sich Battery Management System. Das Battery Management System, was in so einem Akku integriert ist, das sorgt halt dafür, dass man den Akku eigentlich relativ leicht, sei es hier mit so einem speziellen Ladegerät, wo ich demnächst auch nochmal zu kommen, was extra für Lithium-Eisenphosphat ist, aufladen kann oder sollte. Man kann ihn aber auch mit einem ganz normalen, sag ich mal, PKW-Autobatterie-Ladegerät, was für 12 Volt geeignet ist, aufladen. Das managt nämlich dieses sogenannte BMS, was hier drin ist. Das verhindert also, dass der überladen wird und das verhindert auch, dass der sich entlädt. Und das hat auch eine Sicherheitsfunktion. Das verhindert natürlich, dass im normalen Betrieb sich der Akku unter den sogenannten Schwellwert entlädt. Schützt ihn also vor Entladen und natürlich auch im Falle eines Kurzschlusses, also wenn die 200 Ampere hier rausgeholt werden, dann löst da innen drin so eine Art, ja, ich sag mal, Thermosicherung aus. Dann fährt er den Strom so kurzfristig runter und dann muss man ihn hier, sag ich mal, 1, 2 Minuten oder 10 Minuten, je nach verbautem BMS, wirklich komplett trennen und dann führt er ein Reset durch und dann ist die Spannung wieder da. Der Aufbau des Akkus sieht so aus, dass hier ganz klassisch in dem Plastikgehäuse ganz normale Lithium-Eisenphosphat so Einzelzellen drin sind und dann hier auf dem Deckel, also hier unten drin ist noch so ein zweiter Deckel, dann dieses BMS drauf sitzt. Ein YouTube-Kollege von mir hat ja so ein Ding schon mal zerhackt und auseinandergenommen. Da könnt ihr mal reinklicken. Ich blende euch mal hier den Link dazu ein. Da kann man mal so ein Innenleben sehen. Das erspare ich mir hier. Gut, was haben die Dinger noch für Eigenschaften? Die Dinger sind natürlich auch aufgrund ihrer Leistungsabgabe, ich sage mal, sehr optimiert. Das heißt, die nutzen diese 200 Amperestunden wirklich komplett aus. Wenn ihr einen Bleiakku habt, erstens mal wird der nie richtig vollgeladen. Das heißt, egal mit welchem Ladegerät ihr dran geht, der geht nie auf 100%. Der wird immer irgendwo so bei 80-90% sich eindümpeln. Und wenn man den entlädt, ist auch diese Entladekurve so, dass er eigentlich auch nicht komplett leer geht. Zumindest nicht so leer geht,
dass man das effektiv nutzen kann. Wenn man die Kapazität natürlich komplett misst, also bis wirklich das Ding tot ist, dann wird er wahrscheinlich auf seine, sag ich mal, 80, 90 oder 100 Amperestunden kommen, was er so angegeben hat. Aber dann ist er irgendwo schon bei der Zellspannung von 8, 9 Volt und das ist ja eigentlich nicht mehr effektiv, um damit irgendwas zu betreiben. Das ist genau der entscheidende Vorteil, den die Dinger hier haben. Da geht die Ladekennlinie wirklich so, ich sag mal, irgendwo bei 14,4 Volt ist das Ding voll. Da hat der annähernd 100%. Dann geht der so ein bisschen runter, so irgendwo zwischen 13 und 14 Volt. Und dabei bleibt die Spannung auch. Ne? Also dieses Potenzial läuft dann langsam, langsam immer weiter runter. Strom gibt er ab, Strom gibt er ab. Und irgendwann kommt da so ein Knick, ich sag mal so irgendwo bei 11,5, 12 Volt, da geht die Ladekurve so ein bisschen runter und dann fällt er auch relativ schnell auf 10,5 Volt ab und je nach verbautem BMS schaltet er bei etwa 10,5 Volt ab. Das tut dieser hier auch, das habe ich schon mal ausprobiert. Und da ist eigentlich auch der Trick, weshalb die Dinger so beliebt sind, die bieten eine optimale Kapazitätsausbeute. Und der nächste Vorteil ist, da ist keine Flüssigkeit drin, keine Säure, das ist alles fest, man kann das Ding irgendwie quer, schief, hoch, runter, was weiß ich, wie einbauen, das macht dem Akku nichts, da läuft nichts aus, da tropft nichts. Das ist auch ein Riesenvorteil. Und der nächste Vorteil ist, der auch natürlich gerade bei Schiffen oder auch bei Wohnmobilen von Vorteil ist, das Ding ist, sage ich mal, wohnzimmertauglich, innenraumtauglich, da gast nichts aus, wenn der geladen wird. Und der ist wirklich wasserfest, also da kann auch ruhig mal Wasser drauf kommen, das macht dem nichts aus, da läuft nichts rein. Und der ist sehr, sehr brandsicher. Ne? Also das wissen die meisten gar nicht. Diese Lithium-Eisenphosphat-Technik ist eine wirklich sehr sichere Technik. Ganz anders hingegen diese Technik hier mit diesen Lithium-Ionen- oder Lithium-Polymer-Akkus, die es ja auch noch gibt, da komme ich auch noch mal in einem anderen Video drauf. Die sind natürlich nicht so ganz, wie soll ich sagen, feuerwehrfreundlich. Ne? Gerade in Verbindung mit Wasser reagiert das Lithium sehr aggressiv und lässt sich schwer löschen. Und die sind natürlich auch, ja, ich will mal sagen, in einigen China-Produkten schon mal verbaut. Und ne, da wisst ihr ja selber, da ist auch schon mal ein oder andere passiert mit. Das kann hier alles bei dem Akku nicht passieren. Der ist sehr brandsicher und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich den auch gekauft habe. Und natürlich auch mit der Säure, mit dem Ausgasen. Ne, gerade im Sommer, das Ding ist warm, du hast ein Ladegerät dran, ne, dann gast der auch ein bisschen aus. Man hat dann dieses, ja, unter anderem auch Wasserstoff-Luftgemisch, auch wenn es nur sehr gering ist, natürlich in geschlossenen Räumen. Dafür haben die meisten natürlich die Akkus dann so kleine Schläuchchen, damit man nach außen führen kann. Kennt ihr bestimmt von Autobatterien. Aber das ist halt immer noch, ich mal sagen, ein bisschen risikobehaftet. Das ist hier genau bei diesen Akkus nicht der Fall. Und mit dem BMS innen drin ist das auch eine sehr sichere Geschichte. Es gibt auch viele Leute, die sich solche Akkus selber bauen mit diesen einzelnen Zellen. Da ist aber darauf zu achten, da muss man wirklich mit einem speziellen extra für diese Lithium-Eisenphosphat zugelassenen Akkus, Ladegerät, Entschuldigung, so einen Akku laden. Dann hat nämlich der Akku so Abgriffe für die einzelnen Zellen. Die müssen dann hier über so einen Balancer-Anschluss dann dem Ladegerät zugeführt werden. Dann manage dieses Ladegerät, den Ladevorgang, so dass auch alle Zellen immer gleichmäßig aufgeladen werden und das ist natürlich hier bei dem Akku integriert. Das heißt, wenn sich die Leute dann so ein Ding selber bauen, haben die entweder ein entsprechendes Ladegerät, wo die Zellen dann mit zusammenschalten, beziehungsweise die setzen meist dann so eine externe BMS-Platine oben drauf. Ja, ich möchte diesen Akku heute mal messen, also sprich wirklich mal gucken, das Ding ist jetzt wie gesagt zig Jahre alt. Ich habe so den Befürchtung, dass der nicht mehr so dolle ist, deshalb habe ich ihn jetzt auch ausgebaut, mitgebracht und sauber gemacht. Aufgeladen habe ich den schon, einfach mit dem Standard Kfz-Ladegerät, das spielt aufgrund des BMS keine Rolle. Blende ich euch mal an der Stelle hier so ein Ladegerät ein, was ich da in meinem Boot an der Wand hängen habe, beziehungsweise in der Garage. Das ist von Bosch, das ist ein preiswertes Gerät, steht zwar extra drauf, macht Lithium-Eisenphosphat, das kann aber auch jedes andere Kfz-Ladegerät sein, das funktioniert damit auch. Ne? Und auch das ist der Grund, weshalb diese Dinger in diesen ganzen Wohnmobilen oder auch Booten eingebaut werden, weil die Lichtmaschine vom Fahrzeug, Boot oder Wohnmobil, die kann das Ding direkt aufladen. Ne? Das heißt, ihr habt dann eventuell so ein Trennrelais oder Trennumschalter oder irgendeine Boost-Kiste da drin, die den Akku dann hier auflädt, ohne irgendwelche spezielle Ladeelektronik. Und das ist auch ein Riesenvorteil von den Dinger. Noch zum Thema Gewicht. Ne? Ich meine, jeder, der schon mal Bleiakku hochgehoben hat, ne? Weil ihr seht ja selber, das Ding, das hebst du hier mal eben hoch. Ne? Also das wiegt nichts. Ne? Und zu dem Messaufbau bin ich jetzt einfach mal hingegangen, habe das mal realistisch gemacht, habe also jetzt hier so einen Wechselrichter
Weil jetzt ein Akkuladegerät oder Akkulademessgerät, was das kann, habe ich zwar hier oben dieses EV-Teil, aber das würde dafür eine Woche brauchen, weil das keinen hohen Endladestrom, also nicht bei 200 Amperestunden messen kann. Und wenn es das macht, braucht es da sehr lange für. Ne? Und deshalb gehe ich jetzt hier einen anderen Weg. Ich habe jetzt einfach hier meinen Wechselrichter, den ich früher im Wohnwagen hatte. Das ist so ein, glaube ich, 1000 Watt-Teil. Das habe ich jetzt hier mal angeschlossen, ne, über die dicken Kabel hier direkt am Akku. Dann habe ich hier zur Ausgangsspannungs- oder Stromkontrolle hier das Gossen-Metrawatt-Messgerät dran. Da zeigt mir also auch den Strom an, der jetzt hier rauskommt. Und dann ist hier so eine Art Prüfsteckdose dran. Da habe ich jetzt hier ein Schuckuck, nee, nicht kein Schuckuck-Kabel, ein normales Eurosteckerkabel dran, wo ich dann hier so eine Glühbirne dran habe, um das Ganze erstmal in Betrieb zu nehmen und dann natürlich zu messen. So, wie messe ich das Ganze? Da habe ich mir auch mal überlegt, da gibt ja hier so kleine Energie. Ja, das ist live. Sorry, ich muss nochmal neu machen. A few inches later. So, jetzt nochmal. Also die Messung, die mache ich hier mit so einem Energiekostenmessgerät. Eigentlich ist er dafür gedacht, in die Steckdose zu stecken. Da kann man dann gucken, wie viel ein Kühlschrank verbraucht, Stromaufnahme und Wattstunden und so weiter. Da kann man natürlich auch einen Tarif einstellen. Ist hier auch von ELV, ne? Kennen die meisten wahrscheinlich auch. Das werde ich dann hier in die Steckdose reinstecken. So, und dann schließen wir natürlich die Glühbirne an. Und da kann man natürlich hier prima den Energieverbrauch messen. Und dann sehen wir natürlich nachher auch wirklich in Wattstunden oder in umgerechnet dann auch Amperestunden, was ist aus dem Ding hier wirklich rausgegangen. Also was haben wir verbraucht und was hat das Ding für eine Leistung. Ne, da werde ich dann hier, um das realistisch zu machen, mal 2 oder 3 so 60 Watt Standardglühlampen anschließen. Und dann natürlich mal gucken, was kann so ein Ding nach x Jahren im Betrieb. Ne? Die meisten YouTuber hier die Dinger schon mal aufgrund von Werbemaßnahmen vorstellen. Die haben natürlich immer neun da stehen. Sagt ja keiner mal, wie die Dinger sich so nach 4, 5, 6, 7 Jahren verhalten. Ne? Und das ist eigentlich auch der Hauptgrund, weshalb ich das Video mache. Um wirklich mal zu gucken, was kann das Ding ab. Und ganz ehrlich, ich bin mit dem Ding nicht besonders pfleglich umgegangen. Das ist eigentlich eine Schande, weil was das Ding neu gekostet hat, ne? Aber gut, vielleicht ist da noch was zu retten. Ich packe jetzt mal die ganzen Ladegeräte alle weg. Da komme ich später noch mal in einem anderen Video zu. Da werde ich euch mal hier auch Nickel-Cadmium und Lithium-Eisen-Phosphat in klein, gibt es die ja auch, mit Kleinzellen und Lithium-Ionen und Lithium-Polymer und die ganzen Klamotten alle heißen. Und auch mal in Verbindung mit einem anderen Ladegerät dann vorstellen. Das Ganze werde ich natürlich auch messtechnisch immer mal wieder zwischendurch hier überprüfen. Dazu habe ich mir jetzt extra hier so ein Ampermeter mit so einer Zange DC in die Zuleitung gelegt. Da sieht man jetzt hier, dass er genau einen Strom von etwa 3,9 Ampere jetzt hier in den Wechselrichter reinfließen lässt. Und hier auf der Sekundärseite, also auf dem Ausgang von dem Wechselrichter, liegen jetzt hier etwa 140 mA an. Die Spannung ist immer noch hier bei 13,12 Volt, die jetzt hier am Akku rauskommt. Ja, und man sieht natürlich dann hier, dass die Glühbirne auch schön leuchtet. Und für die Leute, die jetzt mal nachgerechnet haben, die können natürlich sofort dann auch erkennen, um was für eine Watt-Glühlampe es sich hier handelt. Denn da ist nämlich eine 40 Watt Glühbirne jetzt in der Fassung. Das ist natürlich klar, eine gewisse Verlustleistung ergibt sich ja, weil der Wechselrichter ja auch Strom braucht, damit er funktioniert. Ne? So sieht dann der endgültige Testaufbau aus. Akku jetzt hier auf dem Fußboden, hier der Wechselrichter, Dreifachverteiler, Steckdosenleiste, Energiekostenmessgerät und hier drei handelsübliche Glühlampen, die jetzt hier über die Steckdose dann am Wechselrichter angeschlossen sind. Und das Ganze hat jetzt knapp irgendwo um die 150 Watt. Das lasse ich jetzt mal laufen. Wenn wir 10 Stunden zusammenkriegen, lässt sich das Ganze da schon mal vorab abschätzen, wie die Leistung aussieht. Ja, und dann warten wir den Rest noch ab. Und dann werfen wir dann mal einen Blick hier auf das Energiekostenmessgerät, was uns das anzeigt, wie viel Wattstunden dann der Akku hier rausgeworfen hat. Da haben wir dann so ein ungefähres Ergebnis, ob der Akku hier noch ein bisschen was drauf hat oder ob er wirklich am Ende ist, wo ich mal von ausgehe, dass er das nicht überlebt hat. Aber schauen wir mal. Many hours later. Wie ich sehe, ist es hier dunkel, heißt also, der Akku wird jetzt hier wahrscheinlich leer sein. Genau, hier ist alles dunkel. Jetzt muss ich natürlich das Messgerät hier mal rausstecken, in eine normale Steckdose reinstecken, damit ich natürlich auch sehe, was hier an Energie durchgeflossen ist.
Dann gehen wir auch direkt hin und laden den Akku natürlich wieder auf. Dazu habe ich hier einfach ein normales Autobatterieladegerät genommen. Das geht damit problemlos. Und dann gehe ich natürlich jetzt hin und werde den Lader hier natürlich auch als nächstes mit der Steckdose verbinden und dazwischen dann das Energiekostenmessgerät schalten. Dann zeigt er uns natürlich auch das an, was er wieder in den Akku reinlädt an verbrauchter Energie. Und da würde ich sagen, wiederhole ich den Vorgang nochmal, damit wir natürlich da ein aussagekräftiges Ergebnis bekommen. Ja, dann habe ich ja zwei Ladewerte und zwei Entladewerte. Und da kann man natürlich mal Rückschlüsse darauf ziehen, ob der Akku dann noch gut ist. Den Wechselrichter starten. So. Ja, dann leuchten die Lampen schon hier los. So, dann schalten wir den Energiemonitor auch dann wieder auf die Messung hier um. So, da haben wir jetzt hier die Kilowattstunden, mit denen wir jetzt hier starten. Gut, zweiter Messversuch. So, da ist er hier bei jetzt 40 Watt. Ich habe die Glühlampen jetzt getauscht. Eine ist nämlich zwischendurch kaputt gegangen. Da ist jetzt eine LED mit drinne und die beiden normalen. So, da sind wir bei 40 Watt. Ja, und dann lassen wir den einfach jetzt mal mit verminderter Leistung laufen. Das ist jetzt der, ja, mehr oder weniger letzte Messzyklus. Akku ist leer, Ladegerät hängt jetzt hier schon mehr oder weniger in Standby dran. Jetzt klemme ich den nochmal um. Ja, werde den nochmal aufladen, sodass der natürlich dann auch geladen wieder ins Regal kommt. Besser gesagt, wieder zurück ins Boot. Und dann werfen wir nochmal Blick hier auf das Energiekostenmessgerät. Dann haben wir jetzt zwei Ladezyklen, zwei Entladezyklen. Beziehungsweise am Schluss jetzt noch einen Ladezyklus. Und dann haben wir ein paar Werte, die wir uns dann mal anschauen. Auch wenn die gewählte Messmethode natürlich sehr laienhaft und amateurmäßig war, zeigt das Ergebnis hier dennoch, dass der Akku ja seine volle Kapazität, die er haben soll, im Groben und Ganzen auf jeden Fall noch erreicht. Der ist hier angegeben, wie fast alle diese 200 Amperestunden Lithiumzellen mit 2560 Amperestunden. Und das hält er auch ein. Die Ungenauigkeiten, die kommen natürlich dadurch, dass ich erstmal das Ladegerät dran hatte und das Ladegerät natürlich selber auch Strom verbraucht, den der Energiezähler mitzählt und natürlich auch manchmal ein bisschen Zeit, ein paar Stunden vergeht, bis ich das gemerkt habe, dass der Akku voll war. Also ein Ladezyklus mit dem Teil bei 200 Amperestunden dauert natürlich, weil der macht nicht so viel Ampere. Das hat dann teilweise 2 Tage gedauert, bis der Akku voll war. Beziehungsweise auch im Messmodus mit den 40 Watt Glühbirnen hat dann auch ewige Stunden gelaufen. Ich habe den gleichen Test, das habt ihr jetzt in dem Aufbau nicht gesehen, auch mit 150 Watt gemacht. Da war das Ergebnis ähnlich. Und der ganze Test, ihr werdet es nicht glauben, hat um die 3 Wochen gedauert. Natürlich immer aufladen, entladen, aufladen, entladen. Hab auch an dem Wechselrichter mal eine so eine Bohrmaschine, so 450 Watt Teil einfach mal angeschlossen. Ne, um mal ein paar Minuten laufen lassen, also das geht auch ohne Probleme, nur aufgrund des Lärms kann ich natürlich jetzt hier stundenlang im Keller eine Bohrmaschine laufen lassen. Das soll auch eigentlich nur mal zeigen, was die Dinger so können und wie so ein Langzeittest aussieht, wie man das machen kann. Mit so einem Energiekostenmessgerät funktioniert das, ne? Pi mal Auge und gibt uns natürlich die Aussage, dass der Akku hier wirklich noch tipptopp ist, Anführungszeichen, ne? Ich denke mal, wenn man dem in dem richtigen professionellen Kapazitätsmessgerät nochmal nachmisst, werden die Ergebnisse ähnlich sein. Ja, ich hoffe, das war für euch mal interessanter Content. Jetzt habt ihr mal gesehen, was die Dinger nicht nur können, wenn die euch hier frisch vorgestellt werden, sondern wenn das Ding schon ein paar Jahre alt ist und deckt sich auch mit vielen Berichten aus den ganzen Boots- und Wohnmobilforen. Die Dinger sind wirklich gut und die haben natürlich auch eine hohe Zyklenfestigkeit. Je nachdem, also roundabout 3000 Zyklen packen die Dinger weg. Wobei natürlich dann auch ein bisschen davon abhängt, was ihr dann aus den Dingern an Strom zieht. Wenn ihr natürlich dann einen Wechselrichter dran habt, der jeden Tag 10 Stunden mit, was weiß ich, 80, 90, 100 Ampere läuft, ne, das belastet natürlich die Zellen ein bisschen mehr, als wenn ihr den mit der geringeren Leistung laufen lasst. Ne. Kurzum, die Dinger sind super. Das Teil, was ich mir von Venroy mal gekauft habe, hat eine Menge Geld gekostet, gibt es heute, ich glaube, für ein Drittel vom Preis. Und könnt ihr mal in die Videobeschreibung reingucken, habe ich jetzt mal einen Link hier, ich glaube, bei irgendeinem China-Shop gibt es die Dinger und bei Amazon und so weiter. Könnt ihr mal reingucken, wie die Daten genau sind.
kann man heute noch für einen, wie ich finde, recht fairen Preis erwerben. Und damit beenden wir die ganze Sache. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, ne, was ich für meine nächsten Videos zum Thema Akkutest und so weiter mal machen kann oder sollte, habt ihr jetzt die Gelegenheit, hier in den Kommentar mal reinzuschreiben. Und wenn ihr meinen Channel abonniert, dann kriegt ihr auch mit, wenn es dann weiteren Content hier zu den nächsten beiden Videos gibt. Also bis dann, tschüss zusammen.